Servus, meine Lieben, und herzliches Willkommen hier in der Hansa Rostock Zweitliga Karriere. Ja, was ist heute zu sagen? Heute ist das erste DFB-Pokal Runde 1 Hansa Rostock gegen VfL Osnabrück. Ja, im vorigen Part wurde mir von Markus Kolke, unseren Keeper, gesagt, wir haben Geld und das Transferfenster schließt sich in wenigen Tagen, aber haben noch keine gewissen Spieler geholt. Also habe ich offscreen einen Spieler gesucht und den auch gefunden. Von Dortmund 2. Der Linksverteidiger Prince Anning mit einer 62er Gesamtstärke, 18 Jahre alt und ein Potenzial, ein aufregender Mann auf die Zukunft. Und da habe ich mir gedacht, den hole ich mir. Sein aktueller Marktwert war eigentlich bei 870.000 und ich bezahle mindestens 1.900.000. Was ein ziemlicher Fehler bei mir gewesen ist. Aber passiert ist nun passiert. Aber wir haben ihn jetzt. Und mit dem werden wir vielleicht auf der linken Verteidigung ein bisschen besser aussehen. Vorher wollen wir in diesen Pokalspiel reingehen. Und mit einer 4-2-3-1 kompakt. Unsere Leute sind John Verhoek, Fröhling, Till, Pröger, Simon Rein, Lukas Fröde, Strauß, Rick van Drommeling, Kapitän, Malone, Ananu und Körber in Tor. Gegenüber Osnabrück, Engelhardt, Butaro, Simakala, Kunze, Tesche, Chateau, Haas, Giamifi, Bermann, Iter und Kapitän und Keeper Kühn im Tor. Und da ist auch die dramatische Musik und herzliches Willkommen hier in dem Pokal im Stadion des Ostseestadions von Hansa Rostock. Da kommen gerade die Mannschaften aufs Spielfeld und ich, euer Blue Eyes Lair Dragon, werde das Spiel kommentieren. Gerne auf diesem Kanal einen Daumen da lassen im Video, die Glocke aktiv machen, Kommentare in die Kommentarenbox und gerne meine anderen Links sind drin. Auch mein Discord-Server ist verlinkt in der Videobeschreibung. Ja, wir sehen, wer heute weiterkommt oder gepackt wird. Auf unserer Bank Martins, Schröter, Neidhardt, De Jong, Breyer, Anning und Dietze. Ja. Da begrüßen sich die Spieler. Faires Match. Mal sehen, die Auswechselbank. Horig, Köhler, Heider, Traoré, Welling, Niemand, Ada, Musik, auch gute Spieler auf ihrer Ersatzbank. Das wird ein packendes Spiel und ich hoffe auf viele Tore. Wir spielen in unseren blauen Trikots auf der linken Seite und Osnabrück in Weißlila auf der rechten. Ich habe das Tornetz auch mal in einer anderen Farbe reingemacht, was vielleicht ein bisschen fürs Spielverhältnis ein bisschen schön. Schiedsrichter hat angepfiffen, das Spiel läuft und mal sehen, wer den glücklichen Start in diesem Pokalfight gemacht hat. Oh, da erwischen wir den Ball mühelos, aber auch gleich in der Hälfte von Osnabrück verlieren wir den Ball. Gut erobert,
an der Außenlinie laufen wir perfekt lang. Die Flanke kommt rein, aber landet leider nicht bei unseren Spieler im vorderen Bereich. Und somit hat Osnabrück jetzt wieder den Ball. Osnabrück ein bisschen schlecht gestartet. Und da hat Till die Möglichkeit. Jawohl. Till zum 1:0. Da hat Osnabrück ein bisschen nicht schnell den Rückwärtsgang reingeschaltet. Und schon konnte Till, Sebastian Till, mühelos hier den Keeper Kühn ausschalten und den Ball ins Tor hineinschießen. So. Durch Sebastian Till. So, Osnabrück wieder im Anstoßmodus. Guter Pass auf den Flügel. Aber schlechter Pass. Mühelos erobern wir uns den Ball zurück. Und wieder. Perfekt nach vorne gespielt. John Verhoek schießt. Aber Kühn kommt an den Ball ran. Und wieder Osnabrück. Viel zu offen gewesen. Und lässt uns diese Chance erstmal gutheißen. Simon rein mit der Ecke. Da geht es einen Freistoß für Osnabrück. Wahrscheinlich ein strenges Reingehen mit unseren Spielern gegen Osnabrück. Und dadurch ist der Freistoß entstanden. So, Osnabrück. Vorwärtsmarsch. Und wieder bekommen wir den Ball mühelos in unseren Hälfte wieder kontrolliert. Das war eine Chance, aber wieder klappt es nicht. Oh, Jule. Und da muss Körber die erste Glanztat machen, um diesen Ball zur Ecke zu lenken. Ein sehr gut strammer Schuss. Mit nur einer Hand kriegt er den Ball übers Tor rüber. So. Putaro mit der Ecke. Hoher Ball. Gut rausgeschlagen. Aber nicht in unseren Reihen behalten. Oh, Ananu. Jetzt erobert er sich gut den Ball. Aber ein Fehlpass zu Osnabrücker Spieler. Oh, das war gut. Frühling, schön auf dem Flügel. Und da kommt keiner ran. Oh, Brüger, da wärst du rangekommen. Aber die Flanke war nicht gut genug. Gavi wechselt zu FC Barcelona. Von Leicht City. Es gibt keine Ecke, sondern einen Freistoß für Osnabrück. Oh, das war gut genommen. Ah, kein Foul. Weiterspielen. Osnabrück erstmal ruhig in der ersten Halbzeit. Aber gute Chancen haben die ja schon gehabt. Also der erste Versuch war Möglichkeit. Oh, hier ist die Verteidigung doch viel zu schwach. Und das Frühling, jawohl, 2:0 für Hansa Rostock. Jawohl, Frühling mit der 2:0 Ausbau der Führung. Schön mit dem rechten Fuß den Ball perfekt angenommen und dann zieht er ihn auch perfekt ins Tor.
Simakala versucht jetzt über den Flügel eine Flanke zu machen, aber die können wir uns gut wieder abfangen. Oh, das war sehr gut nach vorne gespielt. Aber auch in die Abseitsfalle laufen wir von Osnabrück hinein. So. Beermann mit einem weiten Ball in die Hälfte von Hansa Rostock. Genau auf Flügel, wo Putaro sich an den Ball nicht rankriegt. Aber Putaro hier eine Chance, so ein Schuss, aber der seitlich am Tor vorbeigeht. So, Körper mit dem Abschuss. Weit in die Hälfte von Osnabrück. Oh, perfekt erobert, meinte ich. Das Till. Und jetzt aus der Entfernung Pfosten, Nachschuss. Alter, das war gerade zwei grandiose Chancen für uns. Aber genutzt sieht ein bisschen anders aus. Oh, da haben wir noch Glück, dass es nicht so ein Schuss passiert ist. Wieder Fröhling aus einer guten Entfernung. Aber Kühn im Fünfer kommt er an den Ball ran. Oh, der Kopf landet. Der Ball leider nicht bei Hansa Rostock Flügelspieler. Oh, Anano mit dem Hinterkopf. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, wieder Hansa Rostock. Ah, Fehlpass. Landet in der Hälfte von Osnabrück. Oh, das war gutes Tastung. Tasten meinte ich. Und das Pröger. Und präzise ist Tor gewuchtet. 3:0 durch Kai Pröger. Wieder ist Osnabrück chancenlos auf dem Flügel. Und Kai Pröger nutzt die Situation mit dem rechten Fuß. Der Ball dreht sich in einen schönen Winkel. Und Keeper und Kapitän Kühn schafft es nicht, rechtzeitig an den Ball ranzukommen. 3:0 in der 41. Minute. Osnabrück verliert wahrscheinlich ein bisschen den Schwung, aber sie wollen vielleicht noch ein Tor machen. Kunze, Fehlpass, genau zu uns. Und das war wieder ein perfekt getimter Ball zu Sebastian Till. Jawohl! Und wie Kai Pröger macht er einen Doppelpack. Präzise im Winkel dreht sich der Ball. Nochmal hier die Situation zu sehen. Da hätte der Osnabrücker Spieler ein kleines bisschen schneller sein müssen. Und dann aus dem Winkel. Oh, perfekt. Einfach nur perfekt. Ja, hier steht es hier 4:0 im Oststadion im Pokalfight gegen VfL Osnabrück. So, Osnabrück wieder im Vorwärtsgang. Ein Fehlpass. Pfosten! Glück gehabt für uns. Und die eine Minute in der Nachspielzeit liegt ab und der Schiedsrichter pfeift erstmal zur Pause. Sebastian Till, ein quirliger Angriff. Ja, kann man gut sagen, dass er seine Chancen genutzt hat. Osnabrück zwar nicht so ihre Chancen genutzt. Das andere Pokalspiel, SSC Heidenheim gegen SC Paderborn 07. Da steht es 1:0 für Paderborn. So, wir gehen in die zweite Halbzeit rein zum Pokalfight. Hansa Rostock gegen VfL Osnabrück. Ja, in der ersten Halbzeit 4 grandiose Tore von Hansa gesehen. Osnabrück Chancen gehabt, aber
nicht viel von denen genutzt, um hier Hansa Rostock irgendwie unter Druck zu setzen. Aber mal sehen, was die zweite Halbzeit jetzt so bringen wird. Aber ich glaube, sie haben ein bisschen frischen Mut reinbekommen. Aber auch nicht sehr viel mehr. Oh. Hansa Rostock immer wieder mit perfekten Pässe. Die Flanke nichts geworden. Landet zwar in den Fünfer, der Keeper aber keine Reaktion, weil der Ball ja schon längst wegflog, als genau irgendwie zum Keeper zu landen. Gut auf dem Flügel. Und da ist wieder Sebastian Till. Ein Entfernungsschuss. Na, kühn, mühelos an den Ball. Wieder hoch auf dem Flügel. Wieder eine gute Flanke rein. Aber nicht stark genug. Oh. In 16 ein hartes Duell. Mit strammen Schüssen. Und es gibt den Elfmeter. Giamfi bekommt den Ball. An den Arm. Ja, es gibt einen Wechsel. Engelhardt runter. Die Nummer 9. Nummer 20. Heider kommt drauf. So. John Verhoek nutzt den Elfmeter. Und den verschießt er nicht, sondern er trifft zum Doppelpack. Jawohl. 5:0. Ich dachte, der Schuss ist ein bisschen zu stramm. Aber Kühn, der Keeper, hätte die Ecke ahnen müssen, aber er zuckt auf die linke Seite rüber vom Keeper aus. Tja, und das war sein Fehler. Und John Verhoek trifft das Tor. Na, das war fast ein Foul gewesen, aber Vorteil Hansa. Oh, da verlieren wir den Ball. Osnabrück, jetzt im Vorwärtsgang. Da passen wir auf, aber unser einer Kollege kriegt den Ball nicht richtig kontrolliert. Und jetzt geht es wieder aufs Tor von Osnabrück. Oh, da kriegen wir den Ball. Mühe los. Das war kein Foul. Weiterspielen, sagt der Schiedsrichter. Jetzt geht es wieder in der Hälfte von Hansa Rostock weiter. Oh, da haben wir nicht aufgepasst. Und jetzt kommt eine Flanke. Es gibt eine gelbe Karte für Leandro Putaro. Man sieht nur, dass er sich beschwert. Aber was passiert ist, sehen wir nicht. Wechsel. Haas runter. Niemand. Kommt drauf. Und ich glaube, wir können auch mal wechseln. Ja, wir wechseln mal. Wir müssen ein kleines bisschen umtauschen. Till. Abgekämpft. Dafür kommt Lee Dong Kiong rauf. Und der Kapitän Rick van Drommeling geht runter. Malone ist jetzt Kapitän. Und Frühling runter. Pascal Breyer kommt rauf. Der Dreierwechsel bei Hansa Rostock wird ausgeführt. Putaro, der ja die gelbe Karte gesehen hat, macht die Ecke.
Mühelos wird der Ball rausgeklärt. Oh. Ja, das war Pech. Die Annahme war gut, aber der Winkel hat nicht so richtig funktioniert. Weiter hoher Ball in die Hälfte von Osnabrück. Hohoho. Ho, ho. Die Annahme war nicht so gut. Da sieht man nochmal die Hansa Rostocker Fans. Und irgendwie hat einer von uns, unseren Spielern, den Ball in die Hand oder irgendwas. Ich konnte es nicht so richtig erkennen. Und deshalb gibt es einen Freistoß vor Osnabrück. Und jetzt geht es einen Freistoß von Hansa Rostock durch einen harten Körpereinsatz von Osnabrück. Oh, da haben wir gut ausgetrickst. De Jong jetzt mit dem ersten Ballkontakt, aber er verschießt. Er nimmt den Ball zu tief mit dem Schuh an und dadurch setzt er ihn mit einem weiten Schlag übers Tor. 8 Schüsse aufs Tor von Hansa Rostock, 1 Schuss aufs Tor für VfL Osnabrück. So, Hansa Rostock in der Defensive, gut. Aber Osnabrück will versuchen, ein Tor zu machen. Auch gut geklärt. Und da ist Osnabrück viel zu schwach. Und Mühlos haut Schöpfung einen Dreier ins Tor. Hier nochmal die schöne Situation. Schöpfung feilschnell, Osnabrücks Verteidigung nicht schnell genug. Und ganz leicht wuchtet er den Ball ins Tor. Kühn, keine Chance, den irgendwie zu halten. Im Pokal in der 76. Minute John Fox mit dem Dreierpack. Und es steht jetzt 6:0 gegen VfL Osnabrück. So, erstmal Rückpass zu Körber. Weiter hoher Ball zu John Fox. Da kommen wir noch an den Ball und versuchen einen Außen-16er aufs Tor zu wuchten. Ein strammer Schuss war es gewesen, aber Kühn kann den mühelos zur Ecke lenken. So. Simon rein mit der Ecke. Hoher Ball. Da kommen wir nicht so an den Ball ran. Ja, und da wehrt ein Osnabrücker Spieler den Ball mit dem Körper ab. Was stark der Verteidigung ist. Und wir das Einsehen haben, dass wir den Ball nicht verwandeln konnten. Jetzt Osnabrück in der Hälfte von uns versucht eine Lücke zu finden. Aber es klappt nicht so, wie sie es gerade versuchen, sondern verlieren den Ball in Aufbau. Und jetzt haben wir die Möglichkeit zu einer Flanke. Und jawohl, da kommt der Ball aus der Luft nach unten. Und zack, haut unser Pascal Breyer mit dem Kopf den Ball ins Tor. Kühn kann ihn noch abwehren, aber dann hier mit dem Kopf ist Pascal Breyer zur Stelle. Kühn viel zu spät reagiert. Ein kleines Tick schneller gewesen, dann hätte er den Ball vielleicht in den Händen halten können.
Ja, in der 86. Minute Pascal Breyer mit einem 7:0. Jetzt glaube ich, hat Osnabrück keine Chance noch irgendwas zu reißen. Ehrentor wäre vielleicht noch möglich, aber ich glaube nicht mehr, dass es irgendwie noch in den letzten paar Minuten zu einer Chance kommt, weil wir in unserer Hälfte den Ball sicher halten können. Die 90 Minuten sind um, 3 Minuten werden noch nachgespielt. Ja, und gerade da sage ich, wird nichts mehr passieren, passiert doch eine Situation für Osnabrück. Oh, ein flacher Schuss, aber Körber kann ihn noch zur Ecke lenken. Es gibt noch mal ein letzter Wechsel. Iter runter, Traoré kommt drauf. Ja, die 2 Minuten der Nachspielzeit sind schon abgelaufen. 1 Minute ist noch, aber mühelos der Kopfball in die Arme von Körber. Und Hansa Rostock ist eine Runde weiter. Mit Endstand mit 7:0 gewinnen die erste Runde im DFB-Pokal mühelos. Und Osnabrück muss die Heimreise antreten. Sebastian Till mit 2 grandiosen Tore. Und John Vogt mit 3er-Pack. Auch ein Match-Winner. Endstand 3:1. Glückwunsch zum deutlichen Sieg. Hätten Sie das gegen VfL Osnabrück erwartet? Das war ein gutes Spiel. Es freut mich, dass wir unser Potenzial abrufen konnten. Solche Leistungen wollen wir ab sofort immer zeigen. Till hat heute 2 Tore gemacht und den Sieg geholt. Ihr Kommentar zum Helden des Spiels. Ich gratuliere dem gesamten Team zu dieser Leistung. Natürlich war Till überragend, aber unsere Fans wissen, dass bei Rostock das Team der entscheidende Faktor ist. Nach den 7 FC Hansa Rostock Toren war es am Ende ein komfortabler Sieg. Hätten das Ganze aus ihrer Sicht heute auch anders ausgehen können? Wir haben unser Ziel erreicht und die Punkte geholt. Die Leistung möchte ich nicht im Einzelnen analysieren, da für mich jetzt bereits die nächste Aufgabe im Fokus steht. Ja, das war eine sehr gute Partie. Unsere Moral ist auch sehr gut und wir haben 2 Nachrichten im Posteingang. Leihangebot für Litka. Mal sehen. Da könnte er sich weiterentwickeln. Zum Kauf. Delegieren. Ich würde eine Laie sagen. Mal sehen, ob das was bringt. 137.000. Und das ist schon mal gut. Wir simulieren ein bisschen weiter. Transferangebot für Kai Pröger. Nein. So. Das nächste ist gegen erster FC Kaiserslautern. Und das wird auch wieder eine spannende Partie, wo ich auch glaube, das wird sehr schwer. Lautern auf den 12. wie auf Platz 2, was meiner Meinung nach sehr hart und zielstrebig ist. Kapitänrolle. Ja, ist nur, weil wir im DFB-Pokal gespielt haben. Ja, auf den ersten Tabellenplatz HSV mit 6 Punkten hinter uns. Holstein Kiel mit 6 Punkten. SSV Sandhausen
Wie ist die denn diese Kickers Boys? Hannover 96 auf Platz 5 mit 6 Punkten. Ja, eine gute Platzierung. Mal gucken wir auf Platz 6. Darmstadt 98. 7. ist der Karlsruher SC. Düsseldorf ist 8. 9. St. Pauli. Braunschweig ist 10. 11. Greuther Fürth. Ja, bereits gesagt, Kaiserslautern 12. 13. Arminia Bielefeld. Oh, 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 oh. 1. FC Nürnberg, Platz 14. 15. ist 1. FC Heidenheim. Paderborn ist 16. Jan Regensburg, 17. 0 Punkte. Und Magdeburg abgeschlagen auf Platz 18, auch 0 Punkte. 4 Mannschaften, also keine Punkte geholt. Ja, es wird Zeit, dass die vielleicht mal Punkte holen können. Ja, im nächsten Spiel also gegen Kaiserslautern, also ich werde vielleicht das Team ein bisschen umbauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Heimspiel gegen 1. FC Kaiserslautern in der Partie dann wieder. Und wie immer sage ich, wieder schauen und reingehauen. Euer Blue Eyes Red Dragon ist jetzt raus.